Ich kann diese Rebellen nicht mehr sehen. Scheiß Rebellen können die scheiß Insel behalten.
Moskitos. Zugtrupp! Reiß dich zusammen! Du suchst nur! Nichts, Mann! Sicher wieder so eine Verarsche von den Rebellen! Ich ramm dich in den Boden! Oh. Thank you.
sie. Glaub mir das. Er darf uns nicht nochmal entkommen. Klar? Dieses Mal krieg ich dich, das schwör ich dir. Überlass die Tunte mir. Ich werde ihn schon finden. Verflucht! Meine Waffe! Komm nur raus, wenn du dich traust. Los, hinterher! Ja, ich habe ihn aus den Augen verloren. Such mit! Ach, was ist das war? Ich finde dich! Halte die Augen offen! Die zahlen einfach nicht genug für so einen Scheiß. Verlieren den Drecksack. Du machst das schon. Okay, du willst es auf die harte Tür, ja? Komm doch, komm nur raus, wenn du dich traust. You!
Königreich für ein kaltes Bier. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Jetzt ein Drink und ein Blowjob, ja. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Das ist echt nicht mein Klick. Interessant. Verfluchte Hitze. Ich schwitze wie ein... Das kam von da drüben. Was zum... Dachte, ich hätte was gehört. Attacke! Wo bist du? Ich mach dich kalt! Feuer!
entwischt er nicht. Das war's doch schon. Ich finde die Sau einfach nicht. Verflucht! Ich könnte dich! Pass auf! Ich mach dich da!
mag dich. Warum nur gucken, wenn du auch anfassen kannst? Ich weiß, was Männern gefällt. Möchtest du einen Vorgeschmack? Uns wird schon was einfallen. Wir könnten eine Menge Spaß zusammen haben. Hey, du bist süß. Ich mag dich. Ich weiß, was Männern gefällt. Hi. Ich gefalle dir. Das merke ich doch. Ich bin nah, gefalle ich dir? Thank you.
gefalle ich dir? Hi, fühlst du dich einsam? Buddy joined your channel. Parker und Farquhar. Warte halt. Hallo. Bedeutet der Channel, du willst zocken? Ich bin am Zocken. Oder so. Hier, sag mal, gibt's hier ein, kann es sein, dass es hier ein Dorf gibt, wo man nur nachts Waffen kaufen kann? Nein. Sicher? Ja. Das heißt Bad Town. Na, Bad Town kenne ich. Ja. Aber da kannst du nicht nur nachts, da kannst du immer Waffen kaufen. Nee, kann ich nämlich nicht. Da steht keiner zu Waffen kaufen. Ich
Hier ist der Waffenladen, ich bin drin, hier steht keiner zum Kaufen. Keine Bedienung. Dann ist das gerade irgendwie ein bisschen verpackt, keine Ahnung. Die Typen, die sitzen hier draußen. Aber eigentlich ist es immer so, dass da so eine komische, verrückte Frau davor sitzt und irgendwie Scheiße redet. Ja, wenn du reingehst, eine hinterm Tresen und die zieht immer mit einer Schrotflinte auf dich. Ja, hier ist keiner. Aber Stream laufen, hier ist kein Schwen. Wann wird's denn wieder dunkel? Steht denn das irgendwo uhrzeitmäßig? Ja, keine Ahnung, aber wenn es da gerade bei dir verpackt ist, dann wird es dann auch nicht funktionieren wahrscheinlich. Ah, ist echt so, egal ob hell oder dunkel, steht immer eine alte. Oder was? Ja. Ah, hier steht keine, ey. Ja, mach halt. Erst irgendeine Übergabemission oder so eine kleine Nebenmission und dann rennst du nochmal rein. Ich soll jetzt hierher gelaufen, ey. Hast du denn in der Story irgendwie weitergemacht? Nö, ja, erstmal Funktürme freigemacht. 11 von 18 habe ich jetzt. Das ist noch gar nicht. Wunderbar. Sind wir noch auf demselben Level. Ey, kann nicht sein, Alter. Ich brauche jetzt langsam mal Munition und so. Ich habe nichts mehr, ey, mal. Dass das jetzt hier verpackt ist, oder was? Tja. Scheiße, ey. Ich hätte das irgendwie mal auffressen oder so. Gespeichert habe ich. Wenn du mal auf der Karte guckst, du hast da ja manchmal auch so blaue Ausrufezeichen oder so blaue Kreuze. Übergabeaufgabe. Wenn du da gerade so ein kleines Teil machst, vielleicht geht's danach mit dem Shop. Mann. Kann man einen Büffel auch messern? Nee, oder? Man kann alles messern. Ja, schwierig, oder? Ich hab keine Muni, keine Granate, gar nichts habe ich hier. Alles, alle. What the fuck? What the fuck? Was geht denn hier ab? Das sah gerade aus, als würde da ein Feuerwerk hochgehen. Das hat schon noch nie in Fall.
Karte gefunden. Wow. Sucht Todaufgabe. Sein, dass das verbuggt ist, Alter, ey. Lass mich hier gleich selbst morden, ey. Nee, sonst geh halt irgendwo, wo du Schnellreise hinmachen kannst. Portest du den Stein und gehst da zu diesem Schrank. Ja, aber jetzt bin ich ja schon mal hier oben, ey. Das ist ja nicht sein, ey. Gegner über den Weg seit Ewigkeiten hier. Seitdem was? Seit Ewigkeiten hier bestimmt schon, weiß ich nicht. Halbe Stunde habe ich keinen einzigen Typ gesehen. Ja. Die Gegner sind nur da, wo in einem Bereich vom eigenen Außenposten. Wenn du einen befreit hast, dann sind da entweder keine mehr oder so ein paar Zivilisten oder welche von deinen Leuten. Aber die Gegner sind nur da, wo feindliche Außenposten auch sind. In der Umgebung. Das, was auf der Karte alles rot drumherum markiert ist dann.
das auch schon mal befreit. Also, sollen wir jetzt mal die Sektion beim Zitra machen, bis wir da zum Tempel gehen? Ja, gleich, wenn wir uns wieder ein bisschen ausgerüstet haben. Dann sag Bescheid, weil ich kann mich da in der Nähe irgendwo hinporten. Ich muss da wenn hin. Ja. Hinfahren. Das ist dort ein Moment. Ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hier bin. Was wie ein Gefängnis oder so. Inselgefängnis. Oh, hier sind noch ganz viele Gegner. Wir lassen ihn jetzt abschießen, ey. Dabei, jetzt zeige ich dir, was ich drauf hab, du Pisser. Keine Sorge. Drecksaffe. Ich schlitz dich alle auf, ihr Fidschis. Hast du im Stream deinen Ton eigentlich wieder an? Ja. Ich möchte schon wieder selbst gespräche führen. Hey, Fidschi, das ist die Hopper. Nein. Ah, jetzt haben wir nicht endlich mal wieder was vernünftig ein hier an Munition und Waffen, ey. Oh ja, glaube ich gerade 8 Leute auf einmal gekillt oder so. Das ist fast nur mit Takedowns, ey. Bitte? Das Gefängnis hier auf der Insel ist zu, da kommt man gar nicht rein. Das ist bestimmt später eine Mission oder so. Ja, kann sein. Weißt du ehrlich gesagt nicht, welches Gefängnis du gerade meinst, aber... Ja. Ja, auf so einer abgelegenen Insel. Ja,
Was krieg ich jetzt für den Funkturm? 500 XP, geil. So, ich habe den Funkturm befreit. Was bringt es mir jetzt gratis im Shop, die Waffe, die ich gerade dabei habe? Oh, ein Bär. Oh, kein Bär mehr. Ich glaube, mit der besten Schrotflinte, der hätte ich ihn jetzt gewonnen hätte. What the fuck? Ich soll da wieder reinkommen, ey. Alter, sonst immer so der Kletterkünstler. Warum kann er nicht da hochklettern? Aha. Mann, ich liebe Übergabemissionen. Machen die denn hier Schusstraining, oder? Schusstraining. Ich habe jetzt noch einen Fähigkeitspunkt zu vergeben, aber ich habe nichts freigeschaltet, wo ich den drauflegen kann. Ach was, das gibt es auch, oder was? Ja, ja. Dann ist alles noch gesperrt bei mir. Naja. Wollte ich es freischalten. Wahrscheinlich schalte ich jetzt mit der nächsten Mission ja das frei. Ja, ich lasse mich auch gleich zurück zu dem Dorf, da hole ich mir nochmal ordentlich Muni und dann können wir die Mission machen, weil hier in das Gefängnis komme ich nicht rein. Ohne weiteres. Guck mal grad hier. Relikte brauche ich, richtig viel. Nimm hier Relikte. Da ist ein Relikt. Heil.
alle Insekten! Okay, wenn du nicht kommst, muss ich dich holen. Ja, er ist mir entwischt. Helft mir, ihn zu finden. Jawohl, ich darf jetzt erstmal einen Kilometer wieder fahren. Freude kommt auf. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Achtung, jetzt komme ich. Oh Gott, wo war denn die Mission? Rug, Leuchtturm? Nein, 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 weiter links. Weiter links? Ach, oben hier, Citras Tempel. Das gelbe Ausrufezeichen. Ja, Citras Tempel. Wo mache ich denn die Mission? Schnellreise hin nach Amanaki. Also warte noch gerade, bevor du eben machst. Ja, ja, ich geh jetzt erstmal ins Dorf und hol mir gescheite Dings hier. Achso, ich bin ja gleich schon gespawnt hier in der Waffenladen. Nee, wenn du bei dem Dorf bist, würde ich nicht da zu diesem Automaten gehen, sondern direkt wirklich zu diesem Laden. Und? Keine Ahnung, einfach so. Weil du in den Laden gehen kannst. Oh, Memory Card hab ich ja noch gar nicht genommen. Ja, aber ich bin ja bei einem Außenposten gespawnt. Vierte Waffe zulegen kann. Ist echt wichtig, ne? Bitte? Der Waffengurt, ne? Ja, der ist. Den habe ich auch schon direkt aufgewertet.
weil er wichtig ist. Haierhaut brauche ich. Verfügbar. Dieser Waffengurt erlaubt dir 3 Waffen mit dir zu führen. Achso, ich kann schon 3 mitführen. Hab ich den Slot noch gar nicht. Ja, aber 4 solltest du dir schon holen. Stimmt, ich hab den Slot noch gar nicht. Ich kann mir noch eine Waffe kaufen. Empfehlen wir mal eine Waffe, ja. Weißt du nicht, welche du freigeschaltet hast? Ja, wie freigeschaltet? Alles freigeschaltet hier eigentlich, ne? Oder? War es garantiert nicht alles freigeschaltet, weil wir noch gar nicht so weit in der Story sind. Ja, dann halt das, was jetzt hier freigeschaltet ist, alles. Ja, keine Ahnung. Ich sehe keine, die. Selber gucken, womit er am besten klarkommt. Also, ich habe einen Slot auf jeden Fall immer eine Schrotflinte dabei. Boah. Irgendwie Sturmgewehr, MP oder sonst irgendwas in der Art vielleicht noch. Und eine Pistole habe ich auch normalerweise immer dabei. Aber muss halt entscheiden, ob du Sturmgewehr, MP oder LMG nimmst. Womit du am besten klarkommst. Ja, wichtig ist ein schöner Aufsatz zum Schießen.
ich höre so. Ja. Mich ausgerüstet. Was hat der Diego schon wieder? Schau mal kurz anderes Test. Scheiß Rebellen! Wofür kämpfen die überhaupt? So, wieder da. Also du sagst, wir sollten mal die Mission starten sollen. Ja, ich laufe jetzt dahin. Echt? Sag mir das. Oh. Ich muss da auch erstmal hinkommen. 300 Meter. Hoffentlich war das nicht. Was? Nein, nein, nein! Was war das?
Hey, den holen wir uns! Ich sehe ihn! Oh, da. Lasst mich nicht! Ja, bin jetzt da bei der Mission. Du auch? Ja, ich bin noch am Hinlaufen. Ich muss zwischendurch mal ein paar. Also ich bin jetzt am Rand von diesem gelben Bereich. Ja, ich laufe auch in 700 Meter habe ich noch. Bären gehäutet. Sag, wenn du auch in dem gelben Bereich bist, dann gehen wir gemeinsam rein. Büffelfell 1. Des unsterblichen Bären. Wer ist er denn, ey? Ja, das ist, wenn du so eine Jagdmission machst, kannst du das kriegen. Okay. Das ist jeweils für, was weiß ich, erweiterter Beutrucksack, erweiterter Munitionsgürtel und dieser ganze Kram. Die höchste Stufe, da brauchst du irgendein einzigartiges Teil. Da brauchst du dann, was weiß ich, Fell des goldenen Löwen, Fell des, was du gerade gesagt hast. Also legendäre Sachen. So, bist du bei der Mission? Ich bin unterwegs dahin, ich habe immer noch 600 Meter. Ich kann nicht fliegen. Wenn, ist meine auch nicht so gut. Vor allen Dingen ist es wieder Nacht, hier könnte mal hell werden. Ey. Komm ich denn hier hoch, den Bärsch? Ich bin so froh, wenn wir endlich auf der zweiten Insel sind. Da hast du wenigstens mal anständige Ausrüstung. Oh, 500.
Blätter. Ich könnte mir auch nochmal ein paar Spritzen herstellen. Was habe ich nämlich jetzt auch nochmal gemacht? War dran getan. Oh, hab ich nochmal 7 Gesundheitsspritzen. Läuft. Ja, wenn du noch 130 Meter davon weg bist, sag Bescheid, weil dann fängt so langsam der gelbe Bereich an. Du musst nicht jedes Vieh töten. Naja, wenn du da langläufst, Alter. So. Gegner. So, ich bin jetzt direkt vor der gelben Zone. Ja, dann lass mal reingehen, oder? Reingehen in die Zone? Ja, machen wir mal. Los geht's. Ah, muss ich erstmal runter auf den Weg. Ah, meine Waffe ist weg, ich sehe sie nicht mehr. Triff Dennis. Ne? Was kommt als erstes? Oder? Bitte? Triff Dennis kommt als erstes. Ja, ja. Also ich bin jetzt vorne am Tempel. Bei dem gelben Punkt. Ja, ich bin jetzt auch gleich mit Dennis, 30 Meter noch. 4 Meter. So, bin ja, jetzt bin ich da. Wende direkt ab. Jason, ganz ruhig. Ganz schön sichtbar. Schön sichtbar. Keine Bewegung, okay? Keine Bewegung, okay. Dennis! Wer ist das neben dir? Ein junger Krieger. Der Citra vorgeführt werden soll. Ja, vorgeführt werden. Kommt näher! Folge mir. Hier drüben. Schritt halten. Und dann zappen wir den mal hinterher, ne? Hab ich mal gerade gemacht. Spinnenfetisch. Den haben wir ja direkt wieder eingeholt. Den Dennis. Moin Jungs. Mein Freund. Ja, servus. Ja, ja. Dennis. Ach, du hast einen Außenseiter hergebracht. Nein. Dieser hier wird nicht versagen. Zurück. Barhanti! Zeig mir deinen Arm. Das ist Jason. Der, von dem ich erzählt habe. Hi. Lehrt man euch in Amerika ohne Erlaubnis zu sprechen? Nein, das habe ich aus Frankreich. Sinoponka Bauer. Sehr tapfer, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Hm. Gute Arbeit. Du kriegst sie zurück, wenn ich sie rausgeschnitten habe. Ich dachte, du hast Humor.
Nur wenige Außenseiter sahen diesen Tempel. Die inneren Höfe noch viel weniger. Warum bist du hier? Ich brauche die Kraft, um Vaas zu besiegen und meine Freunde zu retten. Ist das alles? Meine Armee werde ich nicht für dich schicken. Du bist ein Lamm. Keiner von uns. Dann werde ich eben ein Krieger. Sehr lustig. Bitte geh. Er hat meinen Bruder. Was? Und ich werde alles tun, um ihn zu retten. Berikan Saherba. Bring mir, was verloren ist. Dann reden wir. Ja, genau. Trinken wir einfach mal jetzt den Scheiß, den sie uns in die Hand gedrückt hat, ne? Ja, Sidra sieht das Feuer in dir. Was hat sie gemeint? Bring mir, was verloren ist. Trink, und du findest die Antwort. Das sieht aus wie der BA von A-Team. Ist das Zeug gefährlich? Aus dir spricht die Furcht. Willst du die Kraft, deine Freunde zu retten? Ja. Dann trink. Stark. Ist das Zeug gefährlich? Aus dir spricht die Furcht. Zurückhaltung. Das heißt so viel wie ja. Stell dir vor, wie leicht es wäre, sich einfach alles nehmen zu können. Jetzt sind wir wieder mal dicht. Sind wir wieder high. Oh fuck! Oh fuck! Läuf dir. Nein! Okay, wir fallen. Oliver? Keith? Riley! Folgen wir dem Typen aber. Ja. Wo bin ich? Warte! Hinterher, ne? Was zum Teufel? Ja. No Fähigkeitspunkt verfügbar ein. Bad Town, oder? Kann man sagen. Muss unter Wasser. Also ja, die Brücke. Oh ja. Die ich nehme dich blutig, wenn du willst. Ich mag Ausfleisch. Das ist so ein krankes Vorspiel. Nicht aufhören zu laufen. Wenn einfach nicht aufhören zu laufen. Willst, musst du meine Regeln befolgen. Suche nach dem von Sidra gewünschten Objekt. Talken wir einfach mal high hier rum, bis wir auf einmal vor einem Dolch stehen.
good day. Leichte Schläger kriegen. Der braucht gerade ein Senkvermögen. Ja. Ich sah meinen Freund. Und dann meinen kleinen Bruder Riley. Jetzt hat er uns weiter tätowiert. Was? Folgte ich einem Mann mit weißem Anzug. Da war eine Hüttensiedlung. Eine Bar. Dunkel und schäbig. Und, Und ein alter Dolch? Ja, ein alter Dolch mit verzierter Klinge. Woher weißt du das? Du sprichst im Schlaf. Es gibt eine Hüttensiedlung. Östlich. Im Piratengebiet. Okay, dann gehe ich dahin. Oh, aber die Siedlung ist groß. Wie willst du da einen Dolch finden? Einfach. Beginnen wir mit dem Mann in Weiß. Ja, mein Bruder. Ja, jetzt sind wir natürlich allwissend. Wissen, was wir zu tun haben, ne? Dann mach ich immer wieder raus. Ja, untersuche Bett. Back zu. Die Schattenseite der Stadt. Hier, siehst du, untersuche Bett. Jetzt müssen wir da nämlich erst hin. Ja. Erfahren Fähigkeit, Funk verteilen. So, Fähigkeiten muss ich erstmal gucken. Jawohl, jetzt kann ich mir Fähigkeiten holen. Apnoe-Taucher, das brauche ich. Kann ich länger tauchen. Oh, warte, ich kann auch mehr. Jawohl, noch ein Gesundheitsfeld. Geil. Noch ein Fähigkeitspunkt, Mann. Also, wohin geht's denn jetzt? Ein Schnellreisesymbol da in Bad Town, aber ich habe das noch gar nicht erforscht, das Gebiet. Ich muss da erstmal einen Funkturm holen. Funkturm befreien. Zwei Funkturme finden. Moin. Moin. Alles klar. Jo, bei dir hoch. 26 neue Fähigkeiten wurden freigeschaltet, läuft. Danke. Alter, wenn ich schon diesen vergammelten Funkturm hier sehe. Bin eine geile Idee, da hochzusteigen. Es ist die aus meinem Traum. Scheint nicht gerade zu florieren. Ich frage mich, ob der Liga sein ist. Deswegen konnte ich hier auch noch keine Waffen kaufen, weil die jetzt erst verfügbar ist, obwohl ich schon da war, aber jetzt geht das erst. Ja, was ist schon wieder überall. Ich bin Waffendealer. Ich muss jetzt hier erstmal den Funkturm holen. Die haben mein Boot gesprengt. Doch ich hab's überlebt. Wiedersehen. Nein, ich war Schmuggler und Schiffskapitän. Gefangen, seit der Schakal mich verraten hat. Da ist es ja. Junge.
Vorsicht ist schon mal gut für den Punkt. Ich muss den Mann in Weiß finden. Schon von Weißbrot gehört? Schon wieder das Weißbrot. Immer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr, verdammt? Das Weißbrot entkommt aus Wars Gefängnis, dreht durch und killt Leute mit seiner Machete. Jetzt muss ich mir dieses Relikt holen. Von allen Versionen der Story ist das die beschissenste. Wo bleibt das Drama? Klingt, als müsst ihr heute eingreifen. Wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Na ja, sollen wir direkt da die Mission starten? Wie meintest du noch, sieht der aus? Ja. Ich bin hier bei dem... Hin. Sitzt am Pokertisch. Achso, du bist schon dabei. Gut gespielt. Erstmal wieder da rüber schwimmen. Das ist der Typ aus meiner Vision. Er führt mich sicher zu Keith und Oliver. Suche die Bar. Der Mann ist der Schlüssel, ich weiß es. Wisst ihr, was ich mit Wetter mache? Er darf mich nicht sehen. Citra hat die Angriffe verstärkt. Ja, spielen wir mal mit Poker. Warum nicht? Machen wir mal. Ich hätte dasselbe getan. Dem Schritt halten. Na, mal nichts überstürzen. Immer schön ein Problem nach dem anderen. Außerdem regnet es vielleicht bald. Noch ist die richtige Jahreszeit dafür. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Wir müssen handeln. Also, mach was du willst. Hast du die Infos zu deinen Freiern? Ich bin glücklich, wenn ich unversehrt bin. Ein Stift halte ich eher selten. Hier ist dein Geld. Bring ihn hier rein oder werf ihn los! Hey, Vicky, Vicky, Lutti, Lutti. Hey, Vicky, Vicky. Ich muss heute arbeiten. Müssen wir alle, Baby. Oh. Ich muss an ihm dranbleiben. Dann hey, gehen wir hier mal wieder raus aus dieser ranzigen Bar, ne? Ich bin krank. Ist das mein Problem? Nein, ist es nicht. Hey, wo ist mein verdammtes Geld, Schlampe? Es geht mir noch nicht gut. Blowjob, bevor du stirbst. Ich hab deine Medizin. Nicht, nein, bitte. Nimm schon, du Nutte. Kein Geld? Was ist das, ha? Du nichtsnutzige Hure. Du bist erbärmlich. Du hast Glück, dass ich dich nicht einfach abknalle. Ich folge dem Mann. Du musst mit dem Schritt halten. Ja, hab ich auch gerade mit angefangen. Ich bin so ein Idiot. Ich hab's verkackt. Ich muss weniger Kaffee trinken. Ja, muss ich nochmal machen. Muss ich nochmal verfolgen. Und ich werde natürlich in der Bar gespawnt. Mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja, oder nein. Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody?
Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel, nimm's nicht persönlich. Oh Mann, was geht? Ein echter Patriot hat den Nippel von Lady Liberty. Hört ihr vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Ja. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen, die sich freuen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo. Draußen sieht es aus, als wären wir schon wieder hier im tiefsten Herbst. Ja, wirklich. Warum so früh nach ihm? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Aber es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen. Ja. Okay. Die nächsten Tage soll es auch nur Scheißwetter geben. Echt, ja? Bei uns ab morgen wieder richtig gut. Echt? Ja, 27 Grad und so eine Pisse. Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Also morgen wird jetzt auch gleich wieder Sommer. Dienstag 14, Mittwoch 17, Donnerstag 17, Freitag 18, Böck, Regen, Sonne, alles gemischt. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Ich bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Schlechtigkeiten raus. Kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt, dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Vielleicht weiß Dennis mehr über Hoyt. Dialoge hier. Noch ein Blowjob, bevor du stirbst. Nein? Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt, aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Jus, ich habe ihn fertig verfolgt. Hast du schon weitergemacht, oder? Ja, dann ja. Mein Name ist Jackie. Also bist du schon in die Hütte reingegangen. Ich bin Waffendealerin. Ja. Keiner glaubt mir, aber die haben einen... Gesprengt. Doch ich hab's überlebt. Wiedersehen. Sei still. Sie haben meinen Mann getötet. Ich war Ärztin, bevor sie mich in eine stinkende Zelle geworfen haben.
machen jetzt noch die Mission hier mit den Drogenfeldern. Die ist geil! Das ist eine der geilsten Missionen in Far Cry. Okay. Dann reicht es aber eigentlich noch an Missionen. Ein Flammenwerfer. Flammenwerfer. Den ich sollte ich mir den schon gekauft. Erstmal im Shop rennen. Direkt mal meinen Flammenwerfer ausrüsten anstatt den von dem. Hab schnell weiter Brennstofftank. Ach so, überall wo die gelben Punkte sind, ja. Das ist echt viel Gras. Was, Gras? Haben die Hanf angebaut, oder was? Haben die ihr Hanf angebaut? Ja. Alter, genießt die Mission einfach. Sau geil. Fähigkeitspunkt verteilen. Sollte schon. Eins weniger! Rettet die Pflanzen oder was? Bringt uns um! Immer noch nicht. Da muss doch jemand sein! Die Felder brennen! Brenn! Der verbrennt das ganze Gras! Der verbrennt das ganze Gras! Das ist schon fit gemacht. Vor allem mit der Musik dabei, ne? Das ist schon nicht schlecht. Noch drei mehr, voll geil! Noch drei mehr, voll geil.
ganze Gras! Schnappt ihn! Wie viel Gesundheitsfelder hast du? Das war Nummer 3. Mann, ich liebe dieses Ding. Alter, ich gehe hierher und werde auf einmal von mir. Geht in Flammen auf. Das war's für dich. Feuer! Judge me! Wieder? Ich finde dich sowieso. Ja, ich. Fire, make it burn. Ja, ja. Aufteilen! Eine Granate!
Gut, dass ich mir eben den Satz spiele. Nummer 5 hat sich voll gelohnt. Reiche das sicher durch. Alter, abgefackelt hier. Yeah. Joined your channel. Ich dreh dir, spiel nur mit mir, solange du noch kannst. Guten. Hallo. Ja, ich hab ihn aus den Augen verloren. Hier ist alles sauber. Sucht mit. Wahrscheinlich wollten uns die Rebellen nur ärgern. So eine Scheiße und das für so wenig Kohle. Du kannst es schaffen. In den Kopf! Willst du mich verarschen? Sei ein Mann und zeig dich! Er ist verschwunden! Ich fass es nicht! Schlitzpist, wo bist du hin? Versteck dich nur! Ich finde dich schon! Konzentration! Nein, gar nichts. Oh. Die zahlen mir einfach nicht. Ich hab da was gehört. Ich krieg echt Plack! Besser mal nachsehen. Haltet die Augen offen, ja? Ruft mich, wenn euch irgendwas komisch vorkommt. Nichts zu sehen. Wahrscheinlich wieder so eine Rebellenverarsche. Konzentration! Ja. Oh.
Geh mal nachsehen. Neue Anleitung, Sprengpfeile, jawohl. Los, holt ihn euch! Und? Was sagst du nach der Mission? Ja, ich muss jetzt hier zu dem Fischerdorf. Ach, du machst jetzt direkt weiter. Das ist ja direkt mal lang. Ne, du musst zurück zu Bad Town. Erstmal. Nach dem Dings kommt hier gleich Fischerdorf, das ist 30 Meter entfernt. Nachdem du die Drogenfelder verbrannt hast? Ja. Ja, das habe ich auch gerade niedergebrannt. Das ist ja noch Teil der Mission. Ja, so dann gehört das noch zur Mission hier, erreiche das Fischerdorf. Das ist noch nebenan. Da habe ich schon alles niedergebrannt gerade. Muss halt gucken, hier und da ist noch Munition versteckt, dass du die holst. Zerstöre das Pol. Ja, da liegt ein Panzerhaus. Du musst so holen und vorne. Was ist denn? Also den Typen töten und dann liegt da irgendwo auf dem Tisch eine Panzerfaust, die musst du holen. Was sagt er das nicht? Komplett gut gepanzert. Ja. Ja, die gibt's öfters, die Typen. Ja, sind halt schwerer gepanzert. Da brauchst du entweder ein ganzes Magazin von einem LMG für oder so, oder du haust halt sehr oft mit dem Messer rein. Irgendwann gehen die kaputt. Nur die sind halt sehr widerstandsfähig. Okay. Oder du machst es wie ich, gibst den einen mit der Panzerfaust mit. Panzerfaust das Boot abschießen? Ja. Hier ist nicht. Bestimmt verarschen uns die Rebellen wieder nur. Und jetzt zu dem Boot! Eins weniger! Ah, das war's. Ich muss hier raus. Panzerfaust ja mitnehmen, ne? Aber was will ich damit machen? Was will ich damit? Eben. So, dann räumen wir das ganze Dorf hier leer. Mit ihren Kisten haben und so. Ja, da kannst du ja die ganzen Leichen noch plündern von denen.
sogar eine Munitionskiste. Ja, das sind jede Menge Munitionskisten. Fett. So ein Kodowaran oder was? Die Chance brauche ich noch. So, alles mitgenommen, was geht. Alter, Hunde und Kodowarane hier sind jede Menge. Viecher. Manu, was machst du? Oh, ich hab gerade ein bisschen FIFA, gerade ein bisschen aus Langeweile. Okay. Oh. Gerade angefangen oder was? Ja, eben hier. Bisschen, also. Ach, nur so. Hm. Karrieremäßig mehr nicht hier die online oder irgendwas. Okay. Das ist interessant jetzt. Leeres Feuerzeug wert ein Dollar, weg damit. Vier. Wende ich denn die Pfeile an? Wie? Ja, so Pfeilköcher. Du kannst dir im Shop einen Bogen kaufen. Ach, dann kann ich die erst anwenden. Nee, ja, dann kannst du Pfeile schießen. Nur du kannst halt dann normale Pfeile schießen, wenn du da dann, was weiß ich, da wieder drüber läufst, dann hast du die Pfeile wieder. Das heißt, du hast, wenn du es geschickt anstellst, unendlich Munition damit. Und ja, du kannst ja da so Sprengpfeile und Brandpfeile herstellen für. Ja, die habe ich hergestellt, genau. Nur ohne Bogen bringt mir die Herstellung auch nichts. Ja. Ja, ich will zurück zu Bad Town, da gibt es doch hier Bogen. So, einen vierten Platz brauche ich dann aber auch dafür, ne? Vierten Dings hier Waffengurt. Dazu brauche ich Haihaut zweimal. Dann solltest du dir Haie jagen. Sollte ich Haie jagen im Meer? Ja. Hä? Da sollte ich Haie jagen im Meer. Ja. Ja. Aber musst du auf der Karte gucken, wo die Haie vorkommen. Dann noch eine Runde Currywurst oder was? Mag gleich machen, ja. Kannst noch kurz spielen, mein Spiel dauert noch ein paar Minütchen. Ja, passt. Zieh ich nochmal einen Heil die Haut ab. Dämlich, die Gegner sind die dämlich. Oh, ich hatte Flammenwerfer noch dabei.
sind so dumm. Dämlich dumm. Dumm die rum. Die hatten mich ein paar verfolgt. Ich bin auf dem Funkturm hoch. Die hatten halt erst nach mir geschossen und ich bin halt weiter hoch. Und da haben sie mich nicht mehr bekommen. Und einer von denen war so ein Molotow-Typ. Der hat da unten jetzt jede Menge Molotow-Cocktails rumgeschmissen. Und alles in Brand gesteckt und stoppt seine Kameraden auch noch mit verbrannt. Kann ich gar nicht schießen, oder? Nein. Wieso will ich dann ein Hai, wenn der ganz tief im Meer irgendwo ist? Dann können also, die schwimmen ja meistens oben. Dann stellst du dich entweder ans Land und schießen ab, oder du holst dir ein Boot, fährst raus und schießen ab. Und dann musst du halt runtertauchen. Achso, im Boot kann er mich aber nicht angreifen. Nee, im Boot kann er dich nicht angreifen. Und hier mit so einem, Dings hier. Was? Mit so einem Speedboot auch nicht. Nee, nee, da kann der nicht schon greifen, allerdings da kannst du halt nicht runterschießen von so einem Jetski. What the fuck? Nein, nein, nein. Das war echt uncool. Diese weißen Punkte mehr, sind das Haie? Auf der Karte.
Keine Ahnung, glaub nicht. Oh, war das gerade uncool. Ich bringe ins Wasser, sehe da die Höhle, wo ich rein muss, um einen Relikt zu holen. Schwimm da drauf zu, zack, hat mich ein Krokodil im Mund. Läuft auf jeden Fall. Der würde ich halt schnell hinterher springen und noch tauchen. Aber dann kannst du noch gerne runter sind halten. Ansonsten musst du bis zum Grund tauchen und da weiß ich nicht, ob du genug Luft dafür hast. So, heilen kann sich schon was. Boah, ist das geil! Ich hab mir gerade mal im Shop so eine Karte gekauft für Badtown, wo alle Gegenstände, alle sammelbaren Gegenstände angezeigt werden. Und jetzt habe ich alle Relikte und alle verlorenen Briefe da angezeigt. Hm. Die verlorenen Briefe würde ich sowieso immer sammeln, weil wenn du davon genug hast, dann hast du kriegst ein besseres Messer, womit du fast alles One-Hit ist. Hm. Und das wird geil.
Blick 10 von 20. Da, neue Waffe im Shop. Den Relikte gefunden, schon habe ich eine neue Schrotflinte im Shop. Wo will ich das sehen? Viecher seid, ich muss euch töten. Fuck. Buster Munitionsbau. Starker Munitionsbeutel, oh, ich hab jetzt bis auf den erweiterten Munitionsbeutel alles. Fuck. 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 What? So, so. Dass ich hier so ein paar Büffeln über den Weg gelaufen bin. Du Mafia. So, mein Käferchen, ich starte schon mal, ja. Jo. Nicht. Nicht, ich habe nicht weg. Ich glaube, ich kenne die Stelle, wo ich bin. Ich glaube, ich muss später eine Mission haben. Egal, laufen wir mal ein bisschen durch den Bogen. Hey, bei mir regnet es im Bunker. Bildschirm dunkel wird und langsam ersäuft, dass es halt nicht mehr wirklich viel ist. Plackert denn so rum? Wenn du anfängst, Leben zu verlieren. Gibt's keine Anzeige. Anzeige? Separat. Das ist keine Anzeige von mir. Ja. Ingosse, Kavalade. Negertruppe?
Nordisch Beneger. Nischer? Boje. Nischer. 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 Ich bin still. Sie haben meinen Mann gehört. Nordisch Beneger. Nordisch. Nordisch Beneger. Alles klar. Alles klar. Alles klar, viel Rallala. Viel Rallala. Ich muss mich verärgern, bevor sie mich in eine stinkende Zelle geworfen haben. Alles klar, viel Rallala. Ich muss die Franzacken Franzackenbürsten? Boah, Franzackenbürsten sind voll, ey. So geil. Ja. Du kannst nicht einfach eine Klippe 30 Meter tief runterspringen, aber du kannst dir einen Gleitschirm nehmen und senkrecht runterfliegen im Sturzflug und volle Kanne aufprallen, dann bist du nicht tot. Aus. Ach, Alter, es klappt so voll. Ach, lecken. Lecken. Spinatwaffel. So, bedanken wir uns für die 734 Zuschauer. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, den Arsch, Alter. Feuerkaltei. Feuerkaltei, ja.